Und dieses dahinter, darunter oder Unterbewusstsein, wie Sie es nennen wollen, hat nur eine Aufgabe. Sie so zu steuern, dass Sie entsprechend Ihrer Programmierung agieren. Und zwar in Ihrer Marketingplanung, in Ihrer Positionierung, in Ihrer Werbeentscheidung, im Umgang mit Ihren Kunden. Wenn Ihr Unterbewusstsein, Ihr Bauch damit nicht übereinstimmt, dann macht er sich schon bemerkbar, da können Sie Gift drauf nehmen. Der fängt schon das Grummeln an. Das sind wir. Dann kommen wir in die Krabbelstube. Ich streite mich mit einem Kollegen. Mit einem Windelkollegen. Dann komme ich in den Kindergarten und dann lerne ich schon. Die Kindergartenleiterin, die mag lieber den Stefan. Und die Claudia mag sie auch lieber. Dann kommen wir in die Schule und haben unsere erste 4. Dann kommen wir ins Gymnasium, haben unsere erste 5. Dann sind wir mit der Schule fertig und studieren. Mach was Gescheites, Mädel, damit verdienst du doch kein Geld. Erste Ausbildung, weil es gut ist, weil es alle wollen. Dann komme ich ins Berufsleben und mache eine Trainee-Ausbildung. Ich kriege einen Chef, der hasst Frauen. Dann heirate ich. Da kriege ich Kinder. Ja? Nee, und dann kommen Sie zu mir. Nein. Das machen wir jetzt. Das ist das, was wir im Marketing als Positionierung, als USP im Endeffekt bezeichnen. Da geht es auch um ganz, ganz viele Fragen, sowas, was macht mir Spaß, was macht mir wirklich Lust, was macht mir Freude, wo blühe ich eigentlich wirklich auf, was sagen eigentlich andere über mich? Es sind diese vielen, vielen Fragen, die Sie wahrscheinlich auch sonst so kennen. Idealerweise sind sie natürlich nur eins. Das, was ich im Kopf an Positionierung mir erarbeitet habe, sollte idealerweise mit dem, was ich kommuniziere, übereinstimmen. Aber irgendwas hätte es schon, wenn ich sozusagen vom Du zu Du mich mit meiner Einzigartigkeit unterhalten könnte, oder? Ich darf nicht. Warum sollte ich es so schön haben, wenn alle anderen es so schwer haben, oder? Warum sollte ich einzigartig sein, wenn alle anderen immer angepasst sind? Warum sollte ich glücklich sein, wenn alle anderen immer traurig sind? Das kann ich nicht. Ich kann es Ihnen nicht erzählen. Sie werden es nicht verstehen. Aber ich würde es so gern. Ich würde so wahnsinnig gern. Weil mit der kommunizierten Einzigartigkeit sind wir ganz, ganz nah bei der Werbung. Weil ich als Werbung bin wahnsinnig bunt. Ich als Werbung, ich bringe Ihnen die tollsten Ideen. Und mit mir sind Sie anders. Angeber, Angeber. Und mit mir kann man sich bewegen. Ich habe Bilder und Fotos und Videos. Wer braucht denn das? Und ich könnte zeigen. Mit mir fallt ihr auf. Werbung ist platt. Wenn ich den jetzt drehe, ein Teil meiner Werbung ist witzig. Ein Teil meiner Werbung ist es vielleicht noch nicht, aber der andere Teil ist es.
Und nächstes Jahr ist der Teil, der witzig ist und gut ist, noch größer. Der Kunde sagt, ich habe keinen Bedarf. Ich finde die Kunden, die meine Dienstleistung brauchen. Ich habe Kunden, die meine Dienstleistung brauchen. Ich finde meine Kunden leicht und mühelos. Meine Kunden kommen zu mir. Und plötzlich kommen dann die Leute zu einem oder rufen an und sagen dann, Mensch, Frau Herzog-Windig, wissen Sie was? Der ist direkt im Kongress auf mich zugegangen, der hat mich sonst nie gesehen. Das sind dann solche Dinge, die sich dann im Außen zeigen.